bin der Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich möchte euch heute mal ein Schmuckstück von Rasentraktor vorstellen. Und zwar, das ist der Honda HF2417 mit Mulcheinrichtung. Also ihr könnt den mehr auch bedingt zum Mulchen hernehmen. Ich sage aber bedingt zum Mulchen, weil es sind ja keine reiner Mulcher, wie jetzt zum Beispiel die Husqvarna Raider, wo vorne das Mähwerk haben und keinen Auffangbehälter. Der Mäher ist konzipiert, dass er optimal auffängt. Das heißt, im Unterschied zu anderen Traktoren, ihr habt hier so Lamellen drüber mit größeren Löchern, dass der mehr Luft nach hinten schaufeln kann. Dadurch hat man auch bei Feuchtigkeit ein besseres Fangergebnis. Und ihr habt unten drin beim Mähwerk, das sieht man jetzt nicht, der hat da zusätzlich so Lüfterscheiben drin. Aber ich kann noch mal ein bisschen kippen, dann sieht man es. Wenn man unten reinschaut, hier, da sind zusätzliche Lüfterscheiben, dass er praktisch das Gras besser reinschaufelt. Dadurch erzeugt er mehr Luftstrom und auch ein besseres Fangergebnis. Er hat einen speziellen Querschnitt vom Auswurfkanal. Wenn ihr den vergleicht mit anderen Traktoren, hier, der ist breiter und dafür niedriger. Dadurch kann das Gras besser nach hinten in den Korb befördert werden. Ja, seht ihr auch die Anzeige, die Füllstandsanzeige. Wenn das voll ist, der Korb, dann wird die durchs Gras runtergedrückt und dann piepst der entsprechend als Anzeige, dass ihr wisst, wenn der Korb voll ist. Ihr könnt den auch schieben. Da ist hier extra Hebel. Der ist jetzt auf Transportstellung, dass man schieben kann, wenn er nicht läuft. Wenn ihr fahren wollt, dann schaltet ihn einfach rüber, dann ist das Getriebe fest, dann könnt ihr ja fahren. Also auch wenn einmal irgendwas sein sollte, der nicht anspringt oder irgendwas ist, einfach Hebel umlegen, dann kann man schieben. Schöne Sache. Korb wird bloß einfach hier eingehängt. Also man geht so leicht schräg rein von oben, geht dann nach unten, so drüben. Dann einfach runter drücken, der rast dann unten leicht ein und zum Ausleeren könnt ihr hier mit der Stange einfach ziehen. Da braucht ihr nicht einmal absteigen, das geht vom Sitz aus. Das zeige ich nachher dann auch praktisch. Besonderheit beim Honda, ihr habt einen Benzintank hinten, also nicht beim Motor, wo es immer heiß wird, sondern hinten ist eigentlich der bessere Platz. Ihr habt große Reifen vorne und hinten, dass also das Gras nicht so leicht kaputt macht. Als Besonderheit. Dann habt ihr einen Komfortsitz mit Armlehnen und ihr habt so ein sportliches Lederlenkrad wie beim Auto. Finde ich besonders schön. Schaut halt optisch schöner aus. Dann auch noch eine Besonderheit: Ihr habt ein digitales Display. Können wir mal einschalten. Digitales Display mit Stundenanzeige, Batteriekontrolle, Sitzkontrolle. Spritanzeige, Neutralstellung, alles schön übersichtlich mit dem Display. Ihr habt einen Lichtsensor, das heißt, der hat auch eine Beleuchtung, die geht automatisch an, wenn es dunkel wird. Da braucht ihr also nichts einschalten. Dann habt ihr eine Gussachse, das haben meistens nur die ganz teuren Traktoren. Also es ist stabiler als wie so eine einfache Blechachse, wo man natürlich auch abschmieren kann, wie beim Auto oder andere entsprechende Gerätschaften. Dann habt ihr am Mähwerk Ausgleichsräder, links, rechts, vorne, hinten, also vier Stück insgesamt. Das ist deswegen, wenn Unebenheiten im Boden haben, dass er nicht mit dem Messer so leicht in den Dreck kommt und dadurch die Messer stumpf werden. Habt ihr auch serienmäßig bei dem Gerät verbaut. Dann habt ihr noch den Honda Leichtstartmotor, Zweizylindermotor, das ist der GCV530. Hochwertiger Motor. Die neuen Traktoren haben jetzt Euro 5 Abgasnorm, also sehr sparsam, wenig Abgase, also auch umweltfreundlicher. Und ihr habt auch noch eine richtige Säurebatterie, hat den Vorteil, die sind halt robuster. Im Lieferumfang ist auch dabei ein Ladegerät, das kann man hier anstecken. Also ihr braucht die Batterie zum Nachladen oder Erhaltungsladung über den Winter zu machen nicht ausbauen. Ihr steckt einfach hier das Ladegerät an und das schaltet automatisch ab, wenn die Batterie voll ist. Also auch eine schöne Sache. Und überall schön zugänglich. Hier Ölstandskontrolle, Kraftstofffilter, Luftfilter. Also alles schön überschaubar.
Schöne Sache. Und eine gescheite Kunststoffhaube. Einfach zudrücken. Von der Bedienung her habt ihr hier Mähwerk einschalten. Also brauchst du keinen großen Hebel ziehen. Das ist entsprechend elektrisch, wird das eingeschaltet hier. Und da wird die Kupplung betätigt, elektromagnetisch. Dann habt ihr hier einen Anschluss für einen Bluetooth-Stick. Könnt ihr hier anschließen, wenn ihr das Ganze verbinden wollt. Entsprechend besteht die Möglichkeit. Dann habt ihr eine Handbremse. Da braucht man bloß hier das Bremspedal drücken. Und dann kann man das runterziehen und dann ist die Handbremse drin. Zum Rausnehmen einfach drücken. Dann stufenlos vorwärts, rückwärts über die Pedale. Vorwärts und rückwärts. Also auch wunderbar und schön zu bedienen. Den Sitz könnt ihr natürlich auch verstellen, vorne, hinten. Also einfach hier ziehen und dann kann man vor oder hinter tun, je nachdem wie groß man ist. Dann auf dieser Seite dann habt ihr einmal ein kleines Fach, wenn ihr was mitnehmen möchtet. Dann habt ihr hier die Höhenverstellung vom Mähwerk. Da braucht man bloß hier hochziehen wie eine Handbremse, Knopf drücken und dann auf die Höhe runterlassen. Also ich empfehle die obersten Stufen 4 bis 7, die unteren 3 haben normal ein bisschen eher zu niedrig. Und hier habt ihr das Mulchsystem. Also da kann man hier den Hebel einfach nach vorne machen, dann ist hinten eine Klappe zu. Kann ich euch auch zeigen. Dann kommt der Korb nochmal raus. Da ist da unten eine Klappe drin, die macht dann automatisch zu, wenn man den Hebel umlegt, und dann mulcht er das Gras entsprechend. Wenn man nicht mulchen möchte, ganz normal in den Korb. Aber wie gesagt, mulchen ist bei dem Kompromisslösung optimiert, ist er für Aufsammeln. Aber das probieren wir jetzt dann auch noch praktisch aus. Haben wir noch was vergessen? Wie gesagt, große Lufträder, abschmierbare Gussachse. Ah genau, Stoßstange habt ihr auch. Hier, auch richtig schön Metall, dass wenn ihr irgendwo auffahrt, nicht gleich die Haube beschädigt wird, hat die extra Stoßstange auch dran. Und ich zeige euch jetzt noch Praxis, wie wir mit dem Gerät mähen. Zum Starten ist es ganz einfach. Ihr braucht bloß hier Gas geben, Gashebel auf Hase. Schock ziehen, wenn er kalt ist, wenn er schon warm ist, braucht es keinen Schock mehr. Ihr habt eine Automatik, also sprich ein Tempomat kann man eigentlich sagen hier. Den könnt ihr betätigen, dann bleibt er in der Gasstellung, wo ihr eingestellt habt, wenn ihr das und das Tempo mähen möchtet. Wenn ihr das Pedal betätigt, vorwärts oder rückwärts, geht der entsprechend wieder raus. Also man braucht den bloß Gas betätigen, also den Fahrhebel. Dann den auslassen im Fahrhebel, dann bleibt er drin. Und wenn es hier wieder drauf geht, dann geht er raus. Rückwärts geht es nicht, das ist nur vorwärts. Zum Mähwerk einschalten, wichtig immer auf Vollgas gehen, wenn ihr das Mähwerk einschaltet. Und es wird leicht warm gelaufen sein, weil sonst kann es passieren, dass es abwirkt, wenn ihr eiskalt gleich das Mähwerk einschaltet. Also deswegen kurz laufen lassen, das reicht eigentlich. Dann könnt ihr das Mähwerk zuschalten und dann je nachdem, ob ihr mulchen oder aufsammeln wollt, entsprechend den Hebel dann einstellen. Gut, probieren wir jetzt aus. Wichtig, Bremse drücken, sonst könnt ihr nicht starten. Und das Mähwerk muss aus sein, also wenn der herum ist, könnt ihr ihn auch nicht starten. Und noch eins, wenn ihr rückwärts fahren wollt und das Mähwerk läuft, müsst ihr hier den Hebel drücken, den Knopf drücken hier. Weil wenn ihr den nicht drückt und ihr fahrt rückwärts mit aktiviertem Mähwerk, geht er aus Sicherheitsgründen aus. Das haben eigentlich die meisten Traktoren, wenn einer hinter euch ist, dass da halt nichts passieren kann aus dem Grund. Also daran denken, rückwärts, wenn das Mähwerk läuft, immer den Knopf drücken. So.
jetzt einmal noch mit einem höheren Gras. Also ich habe jetzt einmal den Tempomat genutzt hier, also einfach mal zum zeigen, wie schön man da hinfahren kann. Wenn ihr den Korb ausleeren möchtet, braucht ihr dann bloß hier ziehen. Ich leere es bloß nicht hier aus, weil ich den auf Seiten fahren möchte, den Gras, und dann einfach anziehen. Was jetzt der Unterschied ist, sieht man hier ganz schön. Das ist immer nett, wenn irgendwelche Leute Müll da reinschmeißen, aber gut, ist so. Also da habe ich jetzt normal aufgesammelt und da habe ich jetzt gemulcht. Das ist das, was ich gemeint habe, der geht nur bedingt zum Mulchen, weil da ist jetzt Gras schon höher und das ist ja kein Profimulcher, der ist halt optimiert für Fangen. Also beim Fangen sagt man, obwohl es schon sehr hoch war, hat er relativ sauber gemäht. Ich mähe hier bloß höher, weil, wie gesagt, die Leute hier allen möglichen Müll reinschmeißen, was ich nicht lustig finde. Aber ihr seht auch das hohe Gras, also man kriegt es damit noch weg. Wenn man jetzt zweimal drüber fahren wäre, dann wäre es wirklich sauber und ist kein Problem. Also man braucht da keine Angst haben, wenn einmal das Gras höher wird. Der 2-Zylinder-Motor ist sehr durchzugsstark, der schafft es auch noch. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, macht es so, gefällt mir, liked es mir, abonniert es mir. Ich verlinke euch im Anschluss im ersten Kommentar den Traktor mit den ganzen technischen Daten. Wenn ihr mal was braucht, kommt gerne vorbei, ich berate euch und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei mir auch was kauft. Dankeschön und wünsche euch noch einen schönen Abend.